Kultur aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie. Posaune ist die neue Geige. Dies behauptet Michael Buchanan, einer der jüngsten Posaunisten der Welt. Der 26-jährige Brite ist nicht nur selbst ein Virtuose, er nahm sich nämlich vor, den Ruf seines Instruments weltweit auf ein neues Niveau zu bringen. Im 18. Jahrhundert stand Posaune eindeutig im Abseits. Nur in Mozarts Requiem durfte sie eine prominente Partie führen. Erst ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts wurde immer öfter versucht, Solos für Posaune zu komponieren. Heute wird sie vor allem von jungen Musikern wiederentdeckt. Bei den Festspielen MV werden die Nachwuchstalente traditionell immer gerne gesehen. Und so war die Einladung von Michael Buchanan am 25. Juli in die alte Synagoge in Hagenow wohl auch kein Zufall. Die Festspiele laufen bis jetzt fantastisch. Wir sind ganz glücklich mit der Atmosphäre, mit den Künstlern, die bei uns auftreten. Mit dem Wetter ist es ganz schön heiß, aber wir kommen gut durch diesen Sommer und ja, bis jetzt läuft das richtig toll. Wer sich als Solo-Posaunist gerne etablieren möchte, wird es sicherlich nicht leicht haben. Nicht wegen des Instruments selbst. Es ist durchaus schwierig, entsprechende Musikstücke aus dem Klassikrepertoire zu finden. Die meisten Autoren sind eher unbekannt und stehen sozusagen in der zweiten Reihe. Nichtsdestotrotz gelang es Michael Buchanan, gemeinsam mit Pianistin Kasia Wiczorek ein solides Konzertprogramm aufzubauen. Neben den Klassikern wie Bach und Tschaikowski gehörten auch solche Namen wie Yannis Xenakis und Avo Pärt mit dazu. Beide moderne Komponisten. Die Posaune steht ja schon so ein wenig im Schatten der Geige, des Klaviers. Kaum einer achtet auf die Posaune, das ist ein Orchesterinstrument in der Regel. Heute darf sich ein junger Posaunist vorstellen mit einem Rezitalprogramm, mit diesem Fokus auf die Posaune. Er ist ein ganz toller Musikdenker, ein ganz guter Kommunikator. Er kann wunderbar über Musik sprechen, er kann tolle Programme bauen, er ist toller, konzeptioneller Künstler. Nachwuchsförderung gehört wohl zu den wichtigsten Schwerpunkten der Festspiele MV. Jedes Jahr holt das prominente Musikfestival Stars und Sternchen aus der ganzen Welt nach MV. Damit sie dann richtig brillieren können, sind auch Sponsoren und Unterstützer notwendig. Neben dem Land selbst werden die Festspiele MV auch von der Finanzgruppe Mecklenburg-Vorpommern der Sparkasse unterstützt. Explizit in Hagenow stellten sich auch hiesige Stadtwerke als Förderer zur Verfügung. Und für Michael Buchanan gibt es ein wichtiges Extra. Der Fanny Mendelssohn-Preis. Der Fanny Mendelssohn-Förderpreis unterstützt, fördert junge Musiker, die mit einem Konzept für eine CD eine Jury überzeugt haben. Das Besondere ist, dass bei diesem Wettbewerb Musiker andere Musiker erstmal nominieren und empfehlen, ins Rennen schicken für diesen Wettbewerb und dann auf dieser Basis eine Jury den tatsächlichen Gewinner aussucht. Wie lange die Posaune noch die zweite Geige in der Musikwelt spielen wird, das kann wohl niemand voraussagen. Michael Buchanan meint, die Zeit ist reif genug. Mit seiner ersten CD will der junge Musiker dies eindeutig beweisen. Und die Zuschauer freuen sich schon, den leidenschaftlichen Briten in Hagenow auch im nächsten Jahr wieder erleben zu dürfen. Kultur aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie.